Dirk Lottner, in der Cottbus spielt 1:1 gegen die VSG Altkliniken nach einem Monat endlich wieder mal Fußball im Stadion, in der Freundschaft. Ja, wie haben Sie den Auftritt Ihrer Mannschaft empfunden? Ja, ich fand den echt in Ordnung, vor allen Dingen mit der Tatsache behaftet, dass wir schon einige A-Jugendspieler auch dabei hatten, auch im zweiten Durchschnitt Probespieler eingesetzt haben. Glaube ich, haben wir gut gegengehalten, hatten gute Möglichkeiten. In der ersten Halbzeit 2-3 Situationen, wo wir es nicht sauber zu Ende gespielt bekommen. Waren aber gut im Spiel drin, gegen eine sehr spielstarke Mannschaft auch, wo wir auch defensiv gut gefordert sind. Haben heute auch seit langem mal wieder eine Viererkette installiert gehabt, aufgrund der Tatsache, dass wir gerade in diesem Bereich sehr viel Verletzte hatten und haben. Und mit Domme jetzt leider wieder ein weiterer Stand heute erstmal dazugekommen ist. Und das führt halt dazu, dass wir auch nicht unsere gewohnte Dreierkette spielen können. Also von daher bin ich wirklich sehr zufrieden, wie die Jungs das heute hier angestellt haben. Sie haben schon gesagt, Dominik Pelivan hat sich schwer verletzt in der ersten Halbzeit. Wissen Sie da schon genaueres? Ja, er hatte nur das Gefühl gehabt, dass ihm einer hinten in die Wade reintritt, wo aber wohl nichts war, sondern er hat einfach dann irgendwas da drin verspürt. Genaueres kann ich dazu noch nicht sagen. Da haben Sie jetzt ja ein echtes Abwehrproblem. Matthias Rahn war heute auch nicht dabei, Tobias Eisen wird auch noch geschont. Wie steht es da um die Abwehr? Ja, wir haben Mazeran nicht dabei, wir haben den Jan Koch nicht dabei, wir haben Domme jetzt verletzt, wir haben Patrick Storb, der lange in Quarantäne war und noch ein bisschen darunter leidet und auch erstmal auf die Ergebnisse nochmal wartet. Also unsere ganze Innenverteidigung ist Stand heute nicht mehr vorhanden. Haben Gott sei Dank noch 2 Wochen Zeit, dass die Mannschaft da wieder so aufgestellt ist, dass man auch gegen Babelsberg hoffentlich wieder Innenverteidiger zur Verfügung hat. Der Blick geht ja ganz klar auf dieses Landespokal-Halbfinale. Wie schwer ist es, die Mannschaft dafür zu motivieren, auch in dem Blick darauf, dass die Mannschaft ja umgebaut wird, einige Spieler den Verein verlassen, trotzdem noch dieses gemeinsame Ziel haben? Ja, jetzt fällt es uns leichter. Ich glaube, die Monate seit November waren viel schwieriger, jetzt auch gerade in der Phase, wo du immer wieder gehofft hast, vielleicht geht es in 3-4 Wochen nochmal los, dann wieder 3-4 Wochen, hat es immer wieder Hoffnung auf die nächste Sitzung, dass dann irgendwie weitergeht und immer wieder fielst du dann nach der Entscheidung, dass es erstmal nicht weitergeht, in so ein Loch rein und das hast du der Mannschaft angespürt, deswegen haben wir sie letzte Woche auch nochmal über Ostern 9 Tage nach Hause geschickt, nochmal die Birne frei kriegen und das hat den Jungs gut getan, weil die letzten beiden Trainingswochen waren richtig gut und jetzt natürlich auch mit Hinblick dessen, dass wir jetzt im Pokal weiterspielen, das gibt der Mannschaft nochmal einen neuen Schub und auch Motivation, die Dinge jetzt nochmal anzugehen. Der Pokal ist das eine, die kommende Saison das andere. Wie sind denn die Planungen dafür? Wie weit sind Sie da? Geht es da voran in der Personalplanung? Ja, da ist man in Gesprächen, da ist der Verein aktiv und da wird sich mit Sicherheit auch einiges tun in den nächsten Tagen. Danke. Bitte.